Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Titan Quest, das Necromantion, ist noch eine kleine Nebenmission gewesen, die wir noch eben fix durchmachen, bevor wir uns weiter der Hauptstory widmen. Da haben wir, glaube ich, auch fast alle Nebenmissionen schon erledigt. Aber wir sind das alles Fernkämpfer, was das einfach super langsam macht, das Kämpfen. Ich einfach zu jedem einzelnen hinlaufen muss, die überall verstreut liegen. Wenigstens sind das keine Feiglinge, die abhauen. Diese hässlichen Wächter. Fast alles im Fernkämpfer. Ja, wie diese mach oh, schon wieder so ein Bogenschütze. Alter, guckt euch den Schaden mal an von den Bogenschützen. Bin halt an ihm vorbeigelaufen, warum auch nicht? Na super, natürlich hat er mich gesehen. Ihr Feiglinge, Na komm her. Kleine Knochengeißel. Kleiner Seelenfresser. Wahrscheinlich hat er mich nicht gesehen. Hat mich gewundert. Nichts gedroppt. Oinobius hatte keine Ahnung, wie tief die Dämonen gefallen sind. Sie brachten diese Bestie her, die du gerade erschlagen hast, und verfütterten uns an sie. Es war schrecklich. Sehr langsam ausgeschüttet. Anfangs konnte sie nur einen von uns pro Tag fressen, aber sie wuchs und mit ihr auch ihr Appetit. Ich wäre bald an der Reihe gewesen. Was für ein Schicksal. So viele verloren. Schriftrolle des Irrsinns. Ach. Er führt ihn an, wenn du mit unglaublicher Wildheit, dadurch werden seine Angriffsgeschwindigkeit beeinflusst, der Schaden, den er verursacht, erhöht. 80 Durchschlagschaden plus 35% Bewegung. Na, das können wir auf jeden Fall für den Bossfight nutzen dann. Lass uns ein paar Schriftrollen mitnehmen, die wir haben. Einfach just for fun. Welche? Mag die nicht. So, damit sind die auch alle tot. Sehr schön. Das freut mich sehr. Damit die nächste Nebenmission erledigt. Haben wir nur noch, immer nur noch 5. Naja, suche einen Weg in die Schatzkammer, die Asche eines Titanen. Die Asche des Titanen finden. Ja, das haben wir schon fertig. Karawane haben wir kaputt gemacht und der hier. Na gut. Erstmal wieder mit einem Set-Item. Ich habe zwar eins an, aber das müsste ich langsam demnächst mal austauschen, wenn ich hier keine Verbesserung kriege. Weil die Items einfach nicht mehr gut genug sind. Und denn jetzt irgendwann hier Set-Items zu kriegen, das lohnt sich auch nicht mehr so richtig. Hm.
Noch ein Brunnen. Die weiten Ebenen. Oh, da machen wir das ja noch ganz fix. Wir haben trotzdem bisher nur eins von diesen Frostrelikten, von diesem Relikten bekommen, also es muss entweder schnell diese Helden noch geben oder spielt es noch irre lang. Na, drei Helden müssen wir noch killen mit den Relikten. Ich hätte ja von dem anderen erwartet, dass der auch noch eins kriege, aber leider war das war dem nicht so. Eine Höhle, Grufteingang. Ruckel, ruckel, ruckel. Ich würde die große Kiste aufmachen. Hab mich leider verklickt. Nix drinne. Wir schauen wohl später. Ich denke, da müssen wir jetzt sowieso gleich hin. Viele andere Wege sollte es hier nicht geben, doch hier ist auch noch eins. Tiefe Höhlen. Na, mal schauen, wo wir zuerst lang gehen. Das sieht ja noch optional aus. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ein Held. Mehr von denen bitte, weniger von den Hoherpriesterinnen. Guck dir diese Feiglinge an, ey. Einmal angegriffen, schon hauen sie ab. Ach, das ist die Asche des Titanen. Ah ja, verstehe. Aua. Okay, mein Heiltrank hat irgendwie mehr geheilt. Nee, der macht gar keinen Damage, ist alles okay. Aber wenig, was der macht. Kann zumindest nicht mehr zaubern, aber ich glaube, der hat sowieso nicht gezaubert. Ah, doch. Er hat nicht gezaubert. Bam! Erledigt. Asche. Okay, wir haben zwei Fähigkeitenpunkte. Yay! Das heißt, wir haben insgesamt vier Fähigkeitenpunkte zusätzlich bekommen. Sehr schön. Wunderschön. So, hier noch ganz kurzes. Das kleine Stückchen noch abgrasen, erkunden. Nix. Das Mana verschwindet. Ach, so herrlich.
würde keinen anderen Zweig nehmen wollen als diese Kriegsmeisterschaft. Ups. Ein Trank geschlürft, auch das so gut. Nicht schlecht. Kann nicht schaden. Gut, dann gehen wir jetzt zu den Seelen, die dort hinten gewandert sind. Und die wandernden Seelen. Wow. Da kommen wir bestimmt dann auch raus oder rein. Die Hallen der Furcht. Das ist übrigens Hauptstory hier gerade. Ja, da tatsächlich dazu. Irgendwann raste ich noch. Irgendwann muss ich schreien, weil diese dämlichen, dreckigen, verkackten Fernkämpfer jedes Mal abhauen, mich betäuben und dann einfach weiter abhauen. Gott, wie mich das nervt. Nächstes Nahkämpfer. Ja, die haben wenigstens die Eier dazu, im Nahkampf zu kämpfen. Das war starkes Gift. Wie sich Untote hasse. Was hat der denn gemacht? Geworfen? Er hat etwas geworfen, ist richtig. Krass! Muss ich außen rumlaufen. Uncool, dass ich außen rumlaufen musste. Ich würde die sehr schnelle Spielgeschwindigkeit dauerhaft anlassen, aber ich glaube, das würde euch stören. Ich möchte bestimmt nicht, dass ich durchrushe durch das Spiel. Kann ich verstehen. Diese ständigen Ruckler sind ja ultra nervig. Das liegt ja am Spiel. Wir sind auch schon wieder ziemlich gut mit Erfahrung gesegnet. Der Schaden, da halten die Zauber auch nicht mehr so viel aus. Sehr schön. 5,6 Millionen Gold besitzen wir derzeit. Gepeinigte Seele. Jetzt sind wir gleich unten. Da, wo die Seelen hineingingen. Wobei der Ausgang ist komisch. Das ist nicht das, was ich erwartet hätte.
Egal, wir sehen, werden schon sehen, wo wir hinkommen. Die ganzen Statuen sehen immer voll cool aus, die hier überall rumstehen. Vor allem liebe ich blaues Feuer. Schönste Farbe überhaupt. Haben wir noch mehr von den Viechern? Da ist noch einer, zwei. Ich freue mich immer, wenn die weg sind. Und bin immer sehr enttäuscht, wenn sie wiederkommen. Wie wär's mal mit grünen oder blauen Items? Find's auf jeden Fall interessant, dass Titan Quest die blaue Farbe für wirklich seltene Items benutzt hat. Und jedes andere Spiel benutzt die blaue Farbe eher für Common, also Uncommon Items. Die man halt am zweithäufigsten findet. Diablo zum Beispiel. Mir fällt mir gerade nichts ein, Hack'n'Slay habe ich echt nicht so viel gespielt. Sind doch ultra zeitaufwendig, so eine Hack and Slays. Wie man sieht, 30 Stunden. Derzeit sind es 25. Schon irre. Na, Pfad des Schreckens, nicht das, was ich erwartet hätte. Aber wir haben einen neuen. Oh. Portal des Turms des Gerichts. Zwei sind dann also nur noch. Achso, ich wollte. Ebene des Gerichts und zwar alles abgeben. Die Jadefigur ist immer noch hier. Die Asche des Hunderthändigen. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie jemals zu Gesicht bekäme. Die Präparationszeremonie ist recht einfach. Hier, deine wohlverdiente Belohnung. Wie ein 30.000 Erfahrungs. Psychisch so wenig. Spiegel. Vielen Dank. Lass mich sehen. Er ist in Gefangenschaft. Erato hat ihn in eine dunkle Grube geworfen, die von Zyklopen und anderen üblen Kreaturen bewacht wird. Bitte rette Orpheus. Mit der Kraft dieses Spiegels werde ich ein Portal öffnen, das direkt zu ihm führt. Doch dort lauert die Gefahr. Bitte, bring ihn zu mir zurück. Sicher. Diese Karawane wird das Ende der Straße nicht erreichen. Nimm deine Belohnung und sorg dafür, dass keiner behauptet, der Widerstand habe seine Schulden nicht bezahlt. Ich habe noch andere Aufgaben. Falls du Interesse hast. Medaillon der Knechtschaft. Uns ging es schlecht, aber wir haben Freunde. Ich mag dich. Was ist hier? Es gibt jemanden, den du treffen musst. Dafür brauchst du aber die richtigen Anweisungen. Wir können nicht jeden zu Koitonymos bringen. Moment, vergiss diesen Namen. Gehe und suche einen Schatten namens Pylades. Wenn er dich mag, kannst du vielleicht unser kleines trojanisches Pferd sehen. Den Lutscher habe ich doch schon gesehen irgendwo. Verdammt, wo war das? Ach, Kacke. Das war so ein Typ, den ich nicht anquatschen konnte. Müsste doch hier oben der Typ sein, oder? War es nicht der hier? Ah ja, da oben ist er. I remember. Kallikrates ist ein blutendes Herz. Er sorgt sich um die Zukunft seines Volkes. Ich sorge mich um meine eigene Zukunft. Ich möchte deine Hilfe annehmen. Aber du solltest dich selbst fragen, was du bereit bist zu tun. Wenn du weitermachen möchtest, dann solltest du Koitonymos treffen. Er hat immer eine Aufgabe für Willige. Du findest ihn im unteren Dämonenlager. Erkennen kannst du ihn an seinem...
Hautzustand. Jetzt muss ich das alles nochmal abgehen? Oh, ich kann mich mal, Alter. Ah, das Schatzkammer ist auch offen. Ja. Das verstehe ich noch nicht so richtig, aber gut. 2 Punkte haben wir. Wenn er das ja... Aber doch unseren... Na, wir verbessern unsere Waffe, denke ich. 517 DPS. 531. Herrlich. Gut, killen wir den, würde ich sagen, noch ganz kurz. Wie bitte? Kleine felsige Höhle. Zyklopen müssen wir killen. Ich denke, das können wir noch fix machen in der Folge hier. Level 37 bin ich gleich. Level 38. Sind, ja. Aber ist okay. Wir kommen Step for Step. Er soll den Felsen nicht schlagen, sonst mich angreifen. Ach, dieser Schaden. Unglaublich. Er wird auch einmal schreien. Das ist sein stärkster Angriff. Mehr kann er eigentlich nicht. Bis er es nochmal machen sollte, ist er eh schon tot. Und der andere? Achso, waren nur 2. Es waren nur 2. Das ist eine coole Aufgabe. So eine Art von Aufgaben, die bringen mich direkt hin. Ich mach was und bin fertig. Und krieg dafür dann meine Belohnung. Der Weg ist offen. Sei vorsichtig. Na, wann kommt er? Kommen Sie mit, junger Mann. Komm zu mir, Liebling. Gemeinsam werden wir allen um uns zeigen, dass die Macht der Liebe stärker ist als jede Waffenmacht. Freundlicher und sanfter Held. Danke, dass du ihn mir zurückgegeben hast. Na, immer gerne. Huch. Schriftrolle des Eventschildes. Als ich scheiterte, meine Liebe zurück zur Welt des Lichts zu bringen, wanderte ich auf der Erde umher und sang Klagelieder. Alle, die meine Lieder hörten, weinten. Ich suchte die Abgeschiedenheit und schlug mein Lager am Fuße des Helikons auf, um dem Himmel meine Traurigkeit zu singen. Doch noch immer konnten die Musen meine Lieder hören, und als sie sie nicht länger ertrugen, schickten sie Erato, um mir Trost zu spenden. Ich wollte aber keine andere Frau als Eurydike, nicht einmal die Göttin der Liebesdichtung. Und das sagte ich ihr. Sie hat nicht gerade freundlich reagiert. Gut, das untere Dämonenlager brauche ich jetzt also. Die Frage ist, wo komme ich da, wie komme ich da am besten hin? War eigentlich schon gleich schon hier gewesen, ne? Boah, da habe ich einfach überhaupt gar keinen Bock drauf. Das wäre natürlich schön zu wissen, was es da so gibt. Ich glaube, von hier komme ich am schnellsten hin, oder? Unteres Dämonenlager, beim anderen wäre ich sonst... Weil ich erst im oberen Dämonenlager dann bin.
Na, schauen wir mal, was wir in der Folge noch hinkriegen. Ich weiß ja nicht so genau, wie ich da hinkomme. Naja, ich glaube, es wäre besser, wenn wir tatsächlich von da oben hingehen. Ich denke, das ist sinnvoller. Wenn wir von hier lang laufen. Ich glaube, alles andere wäre ziemlich dumm, wenn die das so sonst machen würden. Haben wir da eine Mission irgendwo? Nö. Die Salzseen, ja, kenne ich noch. Kommt mir bekannt vor. Dann müsste es eigentlich schon sein, oder? Das Lager. Noch ein bisschen Gold. Ne, noch nicht. Aber nochmal Salz sehen. Wo kommt ihr denn her? Ja, es müsste schon das untere Dämonenlager sein. Ein Menschenheld und noch nicht einmal tot. Erst kommen die Schatten zu mir, um Hilfe für ihren kleinen Widerstand zu bekommen, und jetzt will ein Sterblicher mir einen Gefallen tun. Schön. Es gibt einen Abgesandten, der eine wichtige Nachricht zu Prosea in der Oberwelt bringen soll. Zunächst soll er zum Lager der Dämonenarmee. Sehr wahrscheinlich wirst du ihn jetzt im Tal der Klagen antreffen. Töte den Abgesandten und bring mir die Nachricht. Ich kann die Informationen für meine zukünftigen Ziele gebrauchen und für die Ziele des Widerstands. Ah, das Tal der Klagen, was so ganz kurz war. Das ist ja kein Problem. Oberes Dämonenlager, da unten ist das Tal der Klagen. Alles dämonenleer hier. Wahrscheinlich kämpft er mit mir, oder? Bote Korlmachar hält. Ja. Ach, Bote. Ein Bote. Ich dachte, so hieß der auch noch. Nee. Ich will noch kurz zurückbringen. Ich will das alles nicht mit in den nächsten Part bringen. Ich würde ganz gerne weitermachen. Soll ich mit dem eigentlich noch quatschen irgendwie? Oder haben wir es erledigt? Nein, war erledigt. Ich habe einen meiner stärksten Boten mit dieser Nachricht geschickt und doch hast du ihn besiegt. Gute Arbeit. Jetzt kann der Widerstand diese Information nutzen, um eine weitere Versorgungslinie zu überfallen. Und der Überfall kann nicht mit mir in Verbindung gebracht werden. Immerhin wurde die Nachricht von einem Sterblichen abgefangen. Essenz der Klinge von Thanatos, ja, die Essenz ist sehr, sehr gut, finde ich auch. Die hat halt diese 9% Gesamtschaden. Das ist sehr, sehr praktisch. So, ich habe nicht gedacht, dass der so schnell fertig ist. Nehmen wir was zu trinken gebastelt. Und nun? Immer noch es scheint so, dass es sich auszahlt, für beide Seiten zu arbeiten. Sollten die Schatten und Sterblichen letztendlich gewinnen, na gut. Nein. Cool, cool. Auf geht's.
An der Stelle, meine Freunde, würde ich sagen, war es das gewesen erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Titan Quest. Wir machen mal die Geschwindigkeit wieder normal. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.